Herr Gysi. Wo ist er? Ja, bitte. Herr Bundestagspräsident, ich habe mit Erstaunen und Wohlwollen festgestellt, dass Sie die französischen Gäste auf Französisch begrüßt haben. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das nächste Mal bei den chinesischen Gästen machen. Also mit anderen Worten, Frau Bundeskanzlerin, heißt es doch, dass Sie sich wieder mal verrechnet haben. Das ist ja nun geradezu absurd, selbst aus kapitalistischer Sicht, finde ich. Sie wollen doch nicht sagen, dass ich meine Redezeit schon um ist. Die ist schon quasi mehr als um. Wir tun immer alle so oberschlau. Wir können das gar nicht einschätzen. Ja, ich finde, ich auch, aber bei mir stimmt es doch wenigstens ein bisschen. Ja, stimmt doch, oder? Haben Sie das Wahlergebnis nicht mitbekommen? Früher, Herr Kauder, brauchten Sie mehrere Jahre, um jetzt zu folgen. Jetzt dauert es nur noch 3 Wochen. Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken. Ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Die SPD sitzt, auch wenn sie es gelegentlich vergisst, ebenfalls in der Bundesregierung. Herr Kollege Gysi, einen Augenblick mal bitte. Darf ich da mal darum bitten, dass wir auf der Regierungsbank mindestens die Sicht auf den Redner wiederherstellen, wenn schon nicht die allgemeine Aufmerksamkeit sichergestellt werden kann? Wissen Sie, Frau Bundeskanzlerin, wenn zu Ihrer Rede eine Aussprache stattfindet, sollte man ab und zu auch mal ziehen hören und nicht solche Arroganz an den Tag legen. Sorgen Sie mal dafür, Herr Kauder, und quatschen Sie nicht einfach dummes Zeug, um es auch mal klar zu sagen. Ich wollte, dass Sie sich einmal aufregen können. Jetzt können Sie es. Gut. Kollege Gysi, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wellmann? Ja. Gerne. Herr Kollege Gysi, nun haben Sie sicher beinahe eine Zwischenfrage bestellt. Und die Frage ist, ob Sie die zulassen wollen. Ja, es wird zwar keine Frage werden, aber ich lasse sie natürlich zu. Aber ausmachen die Uhr, Herr Präsident. Sie werden doch nicht auch nur andeuten wollen, dass ich Ihnen jemals auch nur 10 Sekunden gestohlen hätte. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Wellmann? Ja, von mir. Einen Moment mal bitte, Herr Gysi. Also es wäre ganz schön, wenn diejenigen, die jetzt tatsächlich oder vermeintlich Dringenderes vorhaben, das auch möglichst geräuschlos realisieren und dann die notwendige Aufmerksamkeit im Plenum erhalten bleibt. Ja, und da steuern wir noch mal nach. Ja, okay, bitte. Sagen Sie im Ernst, Herr Präsident, ich war bisher nicht zu verstehen, dann muss ich ja alles wiederholen. Herr Kollege, Sie wissen, dass Sie Ihre Redezeit überschritten haben schon. Ja, wissen Sie, wenn ich hier die ganze Zeit unterbrochen werde, man kommt ja gar nicht zu klaren Ausführungen. Ich bin auch fertig. Oder fast fertig. Ein Satz noch, Herr Bundestagspräsident. Danach wählen die Bürgerinnen und Bürger eine vernünftige Bundesregierung. Also sagen wir mal eine mit Linken. Wenn das passiert, Herr Kauder, Sie dürfen sich schon darauf freuen. Ich würde Sie gerne mal als Oppositionsführer erleben. Aber ob Sie das können, weiß ich nicht. Ich freue mich, die Vorfreude auf Ihren Gesichtern zu sehen. Da haben Sie aber fast Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht. Ne? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Warten Sie, los sind Sie mich aber noch nicht, denn ich bleibe ja im Bundestag. Wer weiß, was 2017 passiert. Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten. Ich finde, dass das Pult ein bisschen demütigend heruntergeschraubt worden ist. Es ist nun übertrieben. Bloß weil ich ein Jahr älter bin, bin ich ja nicht auch ein Jahr kleiner, ja, wenn ich darauf mal hinwachsen darf. Frau Merkel und ich sind auf eine Gemeinschaftsschule gegangen und ganz so blöde sind wir beide doch nicht geworden. Oder wollen Sie das Gegenteil behaupten? Sie wissen, werden es jetzt gleich wieder bestreiten, aber trotzdem, ich bin ein Anhänger von Logik. Jetzt zitiere ich Ihnen noch Matthäus 19,24 und auch Lukas 18,25. Und da heißt es, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ja, Moment, jetzt müssen Sie den Reichen sagen, Sie müssen ihnen doch eine Chance eröffnen, in das Reich Gottes zu kommen. Und das geht nur über eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer, glauben Sie es mir.